Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum F1 Manager 2022, wieder mit dem Haas F1 Team. In der letzten Woche haben wir einige Scoutings und einige Fertigungen fertiggestellt. Heckflügel und Frontflügel sind soweit ready. Das heißt, die können wir am aktuellen Rennwochenende testen. Wir haben auch noch ein paar Forschungen für die nächste Saison gemacht. Das werden wir auch beibehalten. Und werden mal schauen, wie wir denn hier in Spanien so klarkommen. In Barcelona. Die F1 sorgt für noch mehr Hitze in Barcelona. Nigel Mansell hat den ersten Grand Prix hier nach einem Rad-an-Rad-Kampf gegen Ayrton Senna gewonnen. Wer wird dieses Wochenende in seine Fußstapfen treten? Hier dominieren lange Geraden und mittelschnelle Kurven. Aber in Barcelona gibt es noch etwas anderes zu beachten. Die Luftströme hier sind stark und unberechenbar. Sie werden zeigen, ob die Aerodynamikkomponenten an diesem Wochenende ihr Geld wert sind. Die Saison hat gerade erst begonnen. Aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Spiel und nichts ist in dieser Phase sicher. Was wird dieses Wochenende passieren? Die Zeit wird es zeigen. Genau, wir werden sehen in Spanien. Ne? So, großer Preis von Barcelona. Das heißt, gucken wir uns das mal an. Das sind unsere Berichte. Ansonsten Strecke mit Abtrieb. Okay, wir haben genug von den Reifen. Rundenrekord Max Verstappen mit 2021. Und würde ich sagen, wir gehen mal hier rein. Auto ist bereit. Und dann werden wir mal testen, inwieweit wir ja, uns verbessert haben mit den neuen Teilen. Ne? Weil wir haben ja neue Autoteile verbaut in unseren Fahrzeugen hier. HW2, Heck- und Frontflügel. Das sind die beiden neuen Teile, die wir haben. Aufhängung hatten wir, glaube ich, schon seit längerem drin. Wir haben einen neuen Motor drin. ERS ist das gleiche. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit wir denn ja, da soweit gut klarkommen. Wir haben nur einen harten Reifen. Dafür, glaube ich, zwei Mediums mit dazu. Wir haben mehr von diesen Reifen. Ich würde sagen, Laufplan gehen wir mal auf 20 Runden. Und werden erstmal ja, ein bisschen gucken, was wir da machen können. Und dann schicken wir die dementsprechend raus. Wir gehen zum ersten Training. Das verwalten wir natürlich komplett. Wir könnten natürlich auch die Session simulieren. Okay, Radio Check again, Mick. Radio Check. So, Mick geht raus. Let's go. Erste freie Training von Barcelona. Mit neuem Front- und Heckflügel. Ich bin gespannt. So, Magnussen geht auch dementsprechend raus. Das heißt, wir werden aber trotzdem erstmal so ein bisschen bei Mick bleiben. Werden hier mal so ein paar Impressionen sammeln. Grafiktechnisch auf jeden Fall immer Spiel noch richtig klasse. Ich weiß nicht, woran es beim letzten Mal lag mit dem Ganzen hier. Wir sehen jetzt auch hier die Übersicht von der Strecke. Ne? Ist halt sehr kurvenreich. Und dann haben wir eine sehr, sehr lange Gerade. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich denn darstellen wird. So. Wir gehen mal in die Beschleunigung rein, gucken uns mal so ein bisschen die Zeiten an und fahren jetzt erstmal so die ersten Runden. Müssen gucken, wie die ersten Zeiten sind. 1:21. Mick natürlich wieder ein bisschen langsamer. Guck mal hier. Vettel ist natürlich richtig weit weg. Frage ist, mit welchen Reifen fahren? Ja, guck mal, er fährt mit harten. Ne? Aber Leclerc natürlich schneller, Bottas. Ja, müssen wir einfach mal gucken, ne? Also es ist erstmal so ein bisschen Rennpraxis sammeln, Streckenkenntnisse. Und dann können wir auch vielleicht mal im zweiten Training mal ein bisschen pushen. Das heißt, im zweiten Stint werden wir wahrscheinlich mal mit den Harten einmal losfahren. Und wir warten gleich ab. Erstmal hier auf die ersten ja, Berichte, wie das Setup so ist. Wir sind jetzt ungefähr so ein bisschen im, ja, im Mittelfeld gelandet. Ne? Im unteren Mick, seine Zeit ist deutlich schlechter als die von Magnussen. Und wir müssen mal gucken, wann wir dann gleich die ersten Ergebnisse erwarten. Bottas dreht sich, gucken wir uns mal eben kurz an. Wir sehen Valtteri Bottas. Oh, da geht aber richtig ab. Kostet zweifellos wertvolle Zeit, ne? Das ist auf jeden Fall auch heftig. So, Benzin haben wir doch genug drin. Das passt alles soweit. Oh, schlecht.
schlecht. Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Stop ankündigen, okay. Schlecht. How is the balance? How's the balance? Das ist 100%. Yep, understood. So, also schlechtes Setup. Wir gehen auf neu konfigurieren und gucken mal, inwieweit Bremsstabilität ist tipptopp. Das heißt, wir müssen hier, wir gehen mal in die Extreme. Kurvengeschwindigkeit ist eher schlecht. Heißt weniger Flügel. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, ne? Das ist doch viel zu viel Flügel. Stabilisatorverteidigung. Ah, Radsturz. Ne, in Innenrichtung. Und die Nachspur, ne? Guck mal. Vielleicht ist das schon wieder ein bisschen besser, ne? Aber da gehen wir da wieder zu weit raus. Ah, weniger Heckflügel. Vielleicht gehen wir lieber in die andere Extreme. Dass wir da hochgehen. Geraden ist ja richtig schlecht, guck mal. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Ich tue mich da echt immer schwer mit dem Autosetup, ne? Das ist echt richtig schwer. So, das wäre schon mal ganz gut. Gerade. Vielleicht gehen wir mal mit dem Setup durch. Checken wir mal, bestätigen. So, Mick kommt gleich erstmal rein. Und dann machen wir noch einen weiteren langen Stint. Hier für Magnussen. So, der fährt jetzt auch wieder zurück in die Box. Sehr schön. Da können wir jetzt hier nämlich auch wieder neu konfigurieren. Wir können auch gleich noch neue Reifen auswählen, weil die sind nämlich. Oh, geht eigentlich, ne? 60% nur? Okay. Die können wir eigentlich lassen. Da können wir noch einen weiteren Stint machen, ne? Passt sogar. Auto-Setup. Da können wir vielleicht. Guck mal, der findet das gar nicht so schlecht gut. Da gehen wir mal in die andere Extreme. Und den Radsturz. Können wir mal so machen, ne? Ach Mist, bei Magnus habe ich vergessen, die Dingens einzustellen. Die Reifen. Wobei, eigentlich ist es egal. Weil mit denen können wir auf jeden Fall noch rausfahren, sonst hätten wir nicht speichern können, ne? So, wir gehen mal raus mit Magnussen. Wechseln auch gleich mal. Gleich auf Kevin. Und ansonsten, Achter, ne? Guck mal. Also so schlecht sind wir gar nicht, von der Zeit her. Die Frage ist natürlich, inwieweit das Ganze dann auch überhaupt dann passt, ne? Tja, müssen wir mal gucken. Wir lassen den mal fahren. Mal gucken, wie der nächste Stint ist. Mick schicken wir auch wieder raus. Sprit haben sie genug. Sollte auf jeden Fall wieder für die Trainingssession erstmal reichen. Das heißt, wir haben nur ein Satzverfahren, was schon mal sehr positiv ist. Und tasten uns jetzt hier langsam wieder an das jeweilige Ganze ran. Perez mit der schnellsten Zeit. Aber wir sind nur acht, nur nicht mal eine Sekunde hinter Perez. Von den, ja gut, harte Reifen. Gut, die Reifen werden wahrscheinlich immer ein Thema gleich werden. Aber nichtsdestotrotz sind die ganz gut. Wir fahren ja relativ mit ausgewogenen Geschichten hier. Aber ansonsten von den Zeiten her sieht man schon eine Verbesserung, ne? Da werde ich die neuen Teile drin haben. Merkt man schon. Wenn wir jetzt dann noch das optimale Setup vielleicht haben, gucken wir mal, ne? Fast eine Sekunde sind wir jetzt hinter. Wir sind aus den Top 10 gleich raus. Ist aber jetzt hier eher unrelevant. Mick auf 13. Vollkommen okay. So, 4 von 5. Ja. Okay, Reifenverbrauch. Okay, copy mate. What's the situation? Ja, ist klar.
Aber es ist jetzt erstmal egal. Ich hoffe, der fliegt jetzt keiner ab. Okay, understood. So, jetzt gucken wir hier. 5 von 5. Haben wir ein gutes Setup? And how is the like grip and balance? It was okay. Copy that. Schwerer Reifenverschleiß. Stop ankündigen. Stop ankündigen. Gut, wir gucken gleich mal. Vielleicht können wir es nochmal einstellen. Wir haben noch 8 Minuten. Autoteile, Auto-Setup. Ne? Gucken wir mal rein hier. Also übersteuern ist optimal. Sehr gut. Auf den Geraden schlecht. Das heißt, wir müssen in die Extreme. Ne? Das ist optimal. Das heißt, da brauchen wir nicht mehr viel verstellen. Großartig. Hier würde ich nochmal in die Richtung ein bisschen gehen. Der Neigungswinkel. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen. So ein bisschen einstellen, ne? Weil hier haben wir das jetzt soweit auch ready. Das könnten wir mal im nächsten Stint. Vielleicht machen wir jetzt nochmal eine kurze Runde, wo wir vielleicht nochmal einmal pacen und mal schauen, was geht mit dem Reifen. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Das wäre jetzt so meine Idee, dass wir da einfach nochmal ein bisschen Gas geben. Oder wir spannen uns das fürs nächste Training auf und sparen eher, ne? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Reifen. Wir haben auf jeden Fall noch genug mit dabei. 9 Stint. Ja. Ach komm, wir fahren die Reifen einfach mal an. Gehen auf den Laufplan und machen einfach mal hier 3 Runden. Und hier konfigurieren wir auch nochmal. Erstmal die Reifen. Gehen auch auf den Laufplan. Vielleicht können wir dann nochmal eine schnelle Runde fahren. Auto Setup. Gut, schlecht. Okay, übersteuern ist halt nicht gut. Ich stelle mal die Sachen ein, die wir bei Mick hatten. Vielleicht helfen die Magnussen auch. Dass wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen, ne? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das heißt, wir hatten hier... hatten wir relativ 4 Flügel. 8. Dann hatten wir 14. Das passt soweit. 7 zu 3. Und hatten minus 3. Müssen wir ein bisschen anpassen. Guck mal, das sieht dann schon wieder besser aus. Sehr gut. Und hatten Neigungswinkel von 30. Ah, guck mal, da gehen wir schon wieder raus. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das war gut. Das heißt, vielleicht machen wir mal das hier. Das und das. Und dann gucken, wie lange die brauchen, um das zu konfigurieren. Ah, es dauert zu lange, glaube ich. Ich glaube, wir fahren nicht mehr raus. Oder kriegen wir es nochmal hin? 5 Minuten. Vielleicht klappt es nochmal für eine schnelle Runde. Müssen uns aber gleich ein bisschen beeilen, ne? So, ich würde sagen, wir schicken Mick mal los. Und Magnussen auch. Vielleicht klappt es ja nochmal für eine schnelle Geschichte, ne? Müssen wir mal gucken. Reifen ab, Rieb niedrig. Grip auf der Strecke ist natürlich jetzt richtig hoch, ne? So, wir fahren mit Mick jetzt mal eine Runde mit. Müssen dann gleich mal gucken, dass wir... Ja, dann irgendwann gleich mal die Zeit nehmen. Und dann pushen wir gleich mal volle Pulle. Und setzen alles ein und dann passt das soweit, ne? So, Mick, let's go. Okay, to push. Copy. Einsetzen.
So, wir gehen mal auf. Magnussen. Und pushen da auch mal. So, dann gucken wir uns mal die Zeiten gleich an. Mode push. Oh, guck mal hier. Da hat er schon ordentlich Dingens gemacht. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Mit den neuen Einstellungen. Sieht ein bisschen regnerisch aus, aber nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. So. Schnellste. Persönliche und überhaupt schnellste Runde. Oder schnellste Zeit im ersten Sektor. Magnus ist ein bisschen langsamer. Vielleicht kommt Mick auch besser klar mit dem neuen Flügel, ne? Aber Mick scheint auf jeden Fall die Strecke zu liegen. Oder es liegt an dem Setup. Oh, auch zweiter Sektor mit persönlicher Bestzeit und natürlich der schnellste. Also Mick auf jeden Fall, aber jetzt auch Magnussen. Magnussen sogar im Mittelsektor schneller als Mick. Ja, wollen wir gleich mal gucken. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Könnten noch einen zweiten Stint machen, aber der kommt jetzt gleich rein. So, jetzt muss er richtig pushen. Von der Zeit her. Bam, 1:19. Wow. We need a backoff. Ja, copy. 1:19:11. Oha, guck mal, nochmal. Auch hier persönliche Bestleistung, ne? Wir gehen mal hier, Standard. Einsetzen. Und, ja, würde ich sagen, lassen wir die mal reinfahren. Sieht doch schon mal ganz gut aus im ersten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Gut, die anderen sind natürlich noch nicht Fullspeed gefahren, ne? Ungültige Fahrzeugkonfiguration, das ist nicht schlimm, das können wir gleich noch festlegen. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ich würde sagen, wir sind gut dabei. In Tier 1. Sehr schön. Gut abgeschlossen. Gehen gleich ins T2 rein. Aber das machen wir heute nicht mehr in der heutigen Folge. Wir gucken mal hier. Ansonsten gucken wir uns das Setup nochmal so ein bisschen an. Wir werden das Ganze nochmal ein bisschen vorbereiten. Der TC wieder neue Reifen ausgewählt. Ach, die waren weg. Die hätten wir auch komplett nutzen können. Okay, gut. Wusste ich nicht. Das heißt, wir nehmen einen Medium-Satz jetzt gleich. Gehen dann wieder auf 20 Runden. Gehen nochmal ins Autoteile-Setup. Wieso steht jetzt hier wieder Fragezeichen, Fragezeichen? Wir hatten doch dementsprechend... Ah ne, mit dem neuen Setup haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Gut, testen wir erstmal. Den wechseln wir auch mal auf das. Und dann gehen wir mal hier auf den hier. Und wir hören und sehen uns dann im, ja, in der nächsten Folge wieder. Werden dann ins Training 2 und natürlich auch noch ins Qualifying gehen. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.